Ja, und das war übrigens gerade wieder der liebe nette J-Downloader. Aber ist in Ordnung. Der sollte uns nicht mehr allzu häufig stören. Hier hinten, den will ich auf jeden Fall auch noch haben. Genauso wie den Kollegen da unten, weil der traut sich ein bisschen zu viel für meinen Geschmack mit seinem Rumgelolle. Gut, dann brauchen wir hier noch... Also hier haben wir auf jeden Fall jetzt alle abgeschlossen High Caves und Alpine Ridge. Das heißt, alle Level, die wir jetzt noch brauchen, sind quasi hier unten. Ich glaube übrigens, man brauchte den Supersprint sogar noch genau für die Kiste da hinten. Deswegen machen wir das mal noch eben. Das ist ein bisschen nervig, aber auf jeden Fall machbar. Apropos Supersprint und nervig. Treetops. In Beastmasters gibt es die nervigste Welt von allen, nämlich Treetops. Und da muss man mit mehreren Supersprints arbeiten. Da gibt es zwei Stellen, für die man einen Supersprint braucht. Und die sind nervig. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch. Und darauf freue ich mich definitiv absolut nicht. Ich glaube, da war übrigens das Flug-Level. Hier war Crystal Flight, genau. Das heißt, darum müssen wir uns noch nicht kümmern, sondern... um das Level hier oben, Wizard Peak. Sagt mir vom Namen her gerade nichts, aber sobald ich es sehe, sollte ich es auf jeden Fall wieder in Erinnerung haben. Hab's ja auch häufiger mal gespielt, natürlich Spyro. Aber natürlich nie zu 100%. Hier haben wir nochmal einen Schlüssel. Da sollten wir nochmal auf Schatzsuche gehen, finde ich. Das können wir nochmal eben machen. Wo war denn hier eine Schatzkiste? Oh, ein Leben. Dankeschön. Schatzkiste, Schatzkiste, Schatzkiste. Kleine Slowdowns hier. Ich glaube übrigens, wir könnten schon in die nächste Overworld, oder? Tuco? Danke, Spyro, dass du so viele unserer Eier gerettet hast. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt. Sorry. Der Beastmasters. Bleib erstmal hier. Wir holen ja 120%. Und uns fehlen hier noch nicht nur Drachen, sondern natürlich auch Edelsteine und somit auch komplettierte Level. Nur bin ich gerade echt überfragt, wo genau die Schatzkiste hier sein soll, ganz ehrlich. Ah, komm. Wir haben noch ein Level plus Blowhard und Fluglevel. Und ich glaube, den Schlüssel behalten wir. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mein Gott! Jetzt verkacke ich es aber gerade hier ordentlich. No Damage Run ist definitiv nicht mehr möglich. Hier war der Schlüssel. Werden wir noch darauf zurückkommen, auf jeden Fall. Wir werden es noch finden. Aber ich kann doch da oben bleiben, ich Idiot. Na. Deswegen würde ich sagen, rein in Wizard Peak. Sagt mir gerade was, aber... Ich glaube, Alpine Ridge war das Level, was ich gerade hier irgendwie im Kopf hatte bei Wizard Peak. Und ich glaube, es fehlen noch 10 Level in der Overworld. Kann das sein? Ja, 10 Stück fehlen noch. Das heißt, entweder 2 Fünfer in der Schatzkiste. Gut möglich. Oh, Moment. Stimmt, okay. Ich weiß wieder, warum, was hier das Problem war. Von wegen alle Edelsteine und so. Dass ich das nie hinbekommen habe, weil ich das hier nie gesehen habe. Und ich habe ja damals auch nie auf irgendwas geachtet. Deswegen habe ich das hier natürlich mal keck übersehen. Aber wir sehen es hier, gibt es einiges an Edelsteinen, was man noch sich abholen kann. Die wir natürlich alle brauchen. Und hier haben wir nochmal schon mal einen Wirbelsturm. Okay, geht noch weiter. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, so für 15 Stück oder so ist das Areal aber ein bisschen zu geheim. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und genauso sieht es auch aus. Also sind alles so von niedrigem Wert wieder, ne? So Einser und Zweier ist so das höchste der Gefühle bisher, glaube ich, gewesen. Aber einiges an Critter, die jetzt zumindest rumspringen. Müssen wir sehen. Hier unten geht's auch noch weiter, aber wir schauen erstmal hier, weil wir hier, glaube ich, nicht zurückkommen so schnell. Aber hier ist nichts mehr, okay. Das da oben ist ein Critter, genau, ja. Also der gerade oben links übrigens im Bild war. Schnappe ich mir auch noch mit. Ja, wirklich nur Einser und Zweier. Ansonsten ist hier ja nichts, so wie es aussieht. Von hier aus kommt man anscheinend auch nochmal hin. Okay, aufpassen. Weil der gibt uns auch einen guten Knockback. Gut. Ich hoffe mal, das war so das Schwerste bis jetzt, was Edelsteine zu finden angeht hier in diesem Level. Das wäre nicht schlecht. Aber dann können wir uns schon mal sicherstellen oder davon ausgehen, dass der Rest des Levels relativ entspannt ist. Was die restlichen Edelsteine zumindest angeht. Da hinten sehe ich übrigens auch wieder was, was mir gar nicht gefällt. Achso, ja, okay, ja, ja. Ich habe das Level wieder vollkommen im Kopf.
Geht auf jeden Fall noch ein paar Supersprints. So viel kann ich schon mal verraten, auf jeden Fall. Oh Gott. Naja, so langsam muss man auf jeden Fall auf der Hut sein, definitiv. Vor allem, wenn so Storm-Spirit-Kollegen hier darum wandern. No! Diesmal nicht, Jung. Ja, genau, den hat man auch so gut gesehen. Was? Okay. Muss man mit leben, habe ich ja keine Entscheidungsgewalt drüber. Weihnachtsmann ist auch noch mit am Start, alles klar. Du bist auch nochmal geflatscht. Ich hätte eigentlich nochmal... Moment, ich habe eine Idee. Wir machen das mal jetzt hier ein bisschen mit Skill und so. So, komm mal her. Ja, okay, die Rolle ist für den Arsch. Ich habe gerade gesehen, der Mutter, ich habe zu spät gerollt. Kann auch sein. Aber zumindest gegen die. Vielleicht klappt es ja besser gegen andere Gegner, wer weiß. So, alles mitnehmen natürlich. Momentan, wir sehen es gerade, es ist relativ linear. Aber das ändert sich gleich. Hier oben haben wir auch nochmal eine Ebene, zu der wir mit normalen Mitteln zumindest jetzt gerade nicht hinkommen können. Ah, ich glaube, da ergibt sich noch eine Möglichkeit. Hier haben wir nämlich wieder den Jarvis. Den Sirf-Sirf-Sirf-Reich. Willkommen in Wizard Peaks. Hier kannst du den Supersprint besonders gut einsetzen, um diese Zauberer fertig zu machen. Das ist geil. Mal schauen, ob er auch nicht gelogen hat. So, nehmen wir mal den Supersprint hier mit. Ja, geil. Wunderbar. So, ich glaube übrigens... nee, da kommen wir links oben auf jeden Fall nicht hin mit der Methode. Oder mit dem Supersprint, besser gesagt. Moment. Eine Sache interessiert mich gerade übrigens, so... nur unnützes Spyro-Wissen 101, ob man mit einem Supersprint diese rotierenden Dinger... Ja, kann man. Wenn man da mit einem Supersprint drauf geht, macht man die rotierenden Dinger sofort platt. Hier gab es übrigens einen Sprung. Genau, den haben wir auf jeden Fall schon mal nicht geschafft. Da müssen wir quasi rüberspringen, aber ich glaube, man muss da wirklich erst im letzten Moment springen. Wir können ja mal den Supersprint hier noch mitnehmen. Das könnte auch sein, dass wir beide Supersprints hier übrigens brauchen. So sieht's aus, wir müssen mit beiden Supersprints... Oder beide Supersprints brauchen wir, um hier hochzukommen. Und ich höre schon mal wieder einen Eierdieb. Hier haben wir zwei wieder. Richtig bärstig wieder. Schauen wir mal hier hinten. Ob hier noch was. Ja, ach, hier ist er. Okay. Hat sich nicht mal Mühe gegeben, der Kollege. Hätte ich auch nochmal übersehen. Aber zum Glück gibt es ja das Level Ice Cavern, ne? Da haben wir ja ein bisschen daraus gelernt. So, wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder runter? Hier rüber wahrscheinlich, ne? Ja, sieht ganz so aus. Moment, wir haben ja 500, ne? Ja, 500 Edelsteine und 3 Drachen overall. Hier für die verschlossene Kiste brauchen wir definitiv wieder den Super Sprint. Power Slide. Dann machen wir das direkt mal. Ja, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Das ist ja Ehrensache. Und... Na, ja, das ist ein bisschen daneben. Zugegebenermaßen. Oh, hier haben wir noch mal was, sehe ich gerade. Ah. Okay. Es könnte sein, dass hier ein Supersprint reicht, aber ich nehme zur Sicherheit mal wieder lieber 2. Man weiß ja nie bei den Leveln hier. Aber wir können mal gucken, vielleicht reicht es ja mit einem. Da können wir direkt den hier nehmen. Und vielleicht nehmen wir auch direkt schon die Truhe da noch mit. Oder wir springen drüber. Alles klar. Nee, anscheinend brauchen wir jetzt 2. Auch gut zu wissen. Dann nehmen wir direkt mal mit. Und hier lang. Aber das ist auch wieder nur einer, ne? Badababababababa. Sehr gut. Das haben wir sehr gut gemeistert. Und ja, das ist quasi schon so der erste Anhaltspunkt übrigens an Treetops. Also der uns zumindest so jetzt versichert, okay, wenn ich mehrere Supersprints nehme, dann komme ich auf jeden Fall auch badababababa weiter. Sollten wir uns auch so auf jeden Fall zunutze machen. Und ja, für Treetops und, ich glaube, für ein weiteres Level brauchen wir das auch noch. Ja, müssten maximal 2 Level, glaube ich, sein, für die wir das brauchen. Ah, Beiser. Was denn hier? Der Ballau, naja. Das Game sieht's anders und das Game hat leider auch in dem Kontext recht. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Yep. Geil. Ein 25er dafür nehme ich das doch gerne in Kauf, was da gerade passiert ist. Gott. Schön gecornert. Na, okay, gut. Weiteres Leben auch nochmal dazu bekommen. Und moin, Hexus. Succes. Danke, dass du mich befreit hast.
Dankeschön, kurz und bündig. Irgendwann gehen einem die dummen Sprüche aus. Außer man heißt Otter. Ich glaube, der hat noch genügend beiliefern können für Spyro und generell auch Spyro 2. Wobei Spyro 1 gibt es ja mehr Drachen als in Spyro 2. Fun Fact. Ich glaube wirklich, außer Spyro gibt es gar keine Drachen. Oh Gott, wieder so ein... Aber gut, er ist zum Glück ziemlich langsam unterwegs. Deswegen ist er auch kein Problem hier. Und wir haben schon eine ganz stattliche Sammlung an Eiern, muss ich sagen. Manche Männer haben nur... Manche. So gut wie alle sollten eigentlich nur zwei haben. Aber der Spyro hier, der ist schon auf jeden Fall, der ist ein Vorbild für alle Männer, was zumindest was die Anzahl der Eier angeht. Balls to the Walls. Auch nochmal schön getankt hier für den Kollegen, ne? Mhm. Whoop. No. Das war noch nicht alles übrigens. Da fehlen uns noch ein paar. Hier haben wir Lukas. Sakul. Hör gut zu, Spyro. Es gibt einen geheimen Bereich in der Artisan-Welt. Er befindet sich am Wasserfall. Spring dort auf die Steine. Mm. Artisan-Welt. Wasserfall. Klingt gut. Nochmal ein schöner Hint, okay. Immerhin ist man dann nicht komplett verloren, wenn man davon nichts weiß, also keine Komplettlösung hat. Uns fehlen noch sage und schreibe 24 Edelsteine. Gut. Gut, das war übrigens auch sehr gut, muss ich mal sagen. Das war so einer der wenigen Blind-Jump-Momente in Spyro übrigens. Die man durchaus hätte vermeiden können. Gut, anscheinend haben wir irgendwo ein Areal oder sowas übersehen, denke ich mal. Also hier waren wir definitiv, davon können wir ausgehen. Wir waren auch hinter den Verschlägen. Und wir waren auf jeden Fall hinter dem da hinten. So viel ist schon mal sicher. Mal gucken, was uns noch so entgangen ist. Aber ein Leben. Mein Gott, die sind aber ganz schön... Da oben muss ich hin. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wie wir da letzten Endes hinkommen. Ne. Es könnte sein, dass hier wieder irgendwo... Moment. Irgendwo hier was sein könnte. Komme ich da von hier aus? Nein. Aber das könnte eventuell von da aus sein. Also da müssen wir wieder zum Anfang des Levels gehen, heißt das. Ich werde mal zum Anfang des Levels gehen. Es könnte sein, dass wir irgendwo einen Weg nicht gegangen sind. Direkt zu Beginn. Der uns genau zu dem Fleppo führt. Ich glaube, von hier aus kommen wir definitiv nicht hin. Es könnte auch sein, dass wir einen Supersprint irgendwie dafür brauchen. Aber, wie angesprochen, es könnte eben auch sein, dass wir dann nochmal zum Anfang des Levels zurück müssen. Also das eine, was wir auf jeden Fall hatten, war der, den wir gerade gesehen haben, der jetzt hier oben ist. Das ist klar, dass wir da hinkommen. Aber ich meine eigentlich auch, das müsste von hier aus auch gehen. Also, dass wir von da aus eben quasi nochmal auf eine andere Ebene kommen. Müsste. So, genau, hier wollte ich ja gerade hinspringen. Das heißt, er müsste auf der anderen Seite auf jeden Fall sein. Nochmal kurz abfragen. Ja, das sieht ganz gut aus momentan. Genau, hier waren wir. Genau, wir sind auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Ebene. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir hier so ein bisschen die Kamera... Ja, ich glaube, da hinten müssen wir hin, ne? Ja, genau. Ja, das sind auch, glaube ich, die restlichen, oder? Kann das sein? Ja, das sind die restlichen. Damit haben wir 500 von 500 Edelsteinen. Wir machen die hier nochmal lang. Einfach, weil wir es können. Und aus Prinzip, logischerweise. Gerade letzteres. Bam. Nehmen uns den Supersprint hier auf jeden Fall noch mit. Und lassen den kurz nochmal ausklingen. Wäre ich jetzt gesprungen, hätte es sein können, dass wir rüberkommen. Glaube ich allerdings nicht, weil die Stufe ein bisschen zu hoch ist. Und dann könnte es sein, dass wir aus dem Level fallen, weil er ja nochmal schön Schwung mitnimmt, Spyro. Aber ja, wir haben jetzt 500 von 500 Edelsteinen hier in Wizard Peak. Wir haben alle Drachen und wir haben alle Dracheneier. Und somit machen wir uns natürlich wieder auf in die Welt der Magic Crafters. Und dann auch gleich... Fehlt noch ein Level? Das wird sich uns gleich erschließen. Wizard Peak war das... Wir haben auf jeden Fall noch Blowhard, den Boss vor uns. Aber ich glaube, das war schon das letzte der regulären Level hier. Gut möglich. Genau, das war das letzte der regulären Level. Lass mal kurz sehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Genau, ja. Drei Level, dann der Boss und dann das Fluglevel, genau. Okay, dann würde ich sagen,
nochmal ein Level, noch ein Level, noch ein Leben. Perfekt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es mit hier Blow Hard auf sich hat. Jetzt wird's ab 18. So viel ist sicher. Also ich habe ja gesagt, dass die Musik in Spyro relativ vergesslich ist, aber ich muss sagen, das Stück hier, das gefällt mir sehr gut. Das würde ich mir sogar auf einen MP3-Player ziehen, ehrlich gesagt. Das gefällt mir schon ganz gut, vor allem der Beginn. Alles klar. Natürlich, wie wir das schon kennen, aus Boss-Leveln, es ist ein normales, herkömmliches Level. Ein bisschen leichter natürlich, ein bisschen kürzer, aber dafür haben wir am Ende natürlich einen würzigen Endboss. Und in dem Fall ist es natürlich Blowhard. Und generell ist es ja so, die Level werden overall natürlich mit jeder Overworld schwieriger. Also zumindest was das Sammeln der Juwelen angeht. Das gerade eben, das war somit das Schwerste bisher, glaube ich. Auch wenn wir uns in Ice Cavern ein bisschen länger abgesucht haben. Und wir im letzten Level auf jeden Fall ein bisschen schneller durchkamen. Aber es war schon ein bisschen anstrengend, ne? Man muss schon ein bisschen überlegen auf jeden Fall. Das ist übrigens Blowhard. Aber ja, die Endgegner, die bleiben weiterhin so relativ oder ziemlich leicht. Wir haben uns jetzt hier einmal treffen lassen, was ein bisschen blöd war. Aber das sollte auf jeden Fall danach auch nicht mehr passieren. Die Endbosse bleiben auf jeden Fall weiterhin ziemlich leicht. Der einzige, der so ein bisschen eine kleine Herausforderung ist, ist definitiv Nasty Nork, aber auch nur die zweite Phase des Fights. Aber ja, dazu kommen wir ja noch. Will hier nicht spoilern. Ich glaube übrigens, ja, in jedem Boss-Level sieht es zumindest so aus, haben wir auch nur einen Drachen. Mal schauen, wie das bei späteren Bossen der Fall ist. Altair Riatla. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich in diesem Kristall gefangen war. Ich weiß es auch nicht. Wer bist du noch gleich? Nichts will weg hier. Großartig. Danke für die Infos übrigens, wie ich mich hier mit Blowhard auseinandersetzen kann. Das war sehr hilfreich. So, genau, schieb das mal hierher. Da wäre ich fast nochmal runtergefallen, aber bin ja kein Beppo-Substrat. Leckerstes Getränk übrigens sogar. Hier nochmal drauf. Lassen uns hier schön viel Zeit natürlich. Ist aber schön, dass er uns hier zu sich zieht, obwohl wir schon drauf sind. Seit geraumer Zeit. Aber er ist nett. Aber wir sehen gerade, Blauhart ist eine ziemliche Pussy anscheinend. Also, wir haben ihn schon einmal geflappt und jetzt ist er ja anscheinend komplett am anderen Ende des Levels. Also Dr. Shemp war da schon auf jeden Fall jemand, der hat sich da ein bisschen mehr mit uns auseinandergesetzt, als hier Blowhard. Na Gott, wie auch immer der mich gerade jetzt trifft. Also so schlecht war ich auch noch nicht. Komm jetzt runter da von deinem hohen Ross. Das hätte ich mal, kann man nicht mehr ansehen hier. Mein Gott. Ah ja, da kommt auch schon der dritte und finale Encounter übrigens mit ihm. Wir haben keine Sparks mehr, das ist ein bisschen Schlechtes. Nicht nur was Edelsteine sammeln angeht, sondern auch natürlich unsere allgemeine Hitpoint-Situation. Wir dürfen uns nur nicht genau treffen lassen von der Wolke und dann haben wir es auch schon. Sehr gut. Gibt es nochmal ein bisschen Loot, Loot, Loot. Und Loot tut ja bekanntlich gut. Den 25er, das Beste natürlich hier zum Schluss aufgehoben. Schauen wir uns den Zweier noch und schauen mal, ob das reicht. Ja. Wir haben alle Edelsteine und alle Drachen befreit. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall wieder guten Gewissens abmachen. In die Magic Crafter Welt. Und dann ist es Zeit mal wieder, liebe Freunde. Zum einen natürlich müssen wir den... müssen wir die Truhe... Ja, geil. Müssen wir die Truhe erstmal finden übrigens. Haben wir eigentlich die... Wird gerade nicht angezeigt, ne? Ob wir den Schlüssel nochmal aufsammeln müssen oder nicht, ist jetzt hier die Frage. To collect or not to collect, that is the question. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall die Truhe oder die Schatzkiste erstmal finden. Und wir sind zumindest jetzt am Anfang des Levels, das heißt, wir können... Alten! Wir können ja auf jeden Fall nochmal schön durchschauen, ob wir hier irgendwo eine Truhe übersehen haben, aber... Gott, das ist ja nervig, ey. So. Oh ja, ich sehe schon. Ich seh's. Hier links nämlich. Da hinten. Da müsste auf jeden Fall... Haben wir ein Leben dazu bekommen? Moment, den holen wir wie gehabt natürlich im normalen Lauf. Jedes Mal, wenn wir an ihm vorbeikommen. Und dann fliegen wir direkt schon mal... Ne? Reicht das von hier aus? Wir können ja nochmal auf Nummer sicher gehen und machen das von hier aus. Ja, das brauchen wir vielleicht sogar, so wie es ausschaut. Haben wir ein Leben.
Und ne, den Schlüssel müssen wir nochmal sammeln. Alles klar. Dann sammeln wir uns nochmal, würde ich sagen. Halt, falsche Richtung, hier lang. Brauchen natürlich wieder den Supersprint, um da durchzukommen, aber das ist ja kein Problem. Wir brauchen den jetzt nicht von Anfang an, sondern der aktiviert sich auch schon so schon relativ schnell. Apropos schnell, gehen wir mal schnell hier durch. Wenn wir hier schnell, oh Gott, schnell auch wieder beim Schlüssel sind. Ist ja wie angesprochen ein Schlüsselelement. So. Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Also auch bei einer Overworld, wenn man eben den Schlüssel aufsammelt, ist es quasi so, dass man erstmal, wenn man das Level wieder verlässt, muss man den Schlüssel danach auf jeden Fall nochmal neu sammeln. Machen wir von hier aus, dann gehen wir hier auf extra Nummer sicher. Und runter. Und Schlüssel in Schloss. Bam. Damit müssten das auf jeden Fall alle Edelsteine sein, die es hier in der Overworld zu Magic Crafters zu sammeln gibt. Yup. Und dann geht's rein in meine Lieblingsbeschäftigung. Ich werde mal... Wo ist denn jetzt der Critter hin? Da ist er. Ich werde mir mal nicht das Komplettlösungsbuch durchlesen oder anschauen, denn im letzten Fluglevel war es ja so, dass man direkt schon mit den Ringen gestartet ist. Von daher wurde man ja schon direkt in die richtige Richtung gelotst. Und danach kommen ja auch schon direkt auf dem Weg die restlichen. Von daher, vielleicht ist es hier genauso. Werden wir ja gleich sehen.